Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play. Es ist wieder ein kleines Let's Play, was ich zwischendurch einfügen werde, weil es dauert ja nicht mal allzu lange. Ich glaube jetzt noch knapp eine Woche oder zwei Wochen, glaube ich noch, bis Resident Evil 4 das Remake rauskommt. Dann knapp eine Woche später waren es, glaube ich, oder ein paar Tage später kommt noch The Last of Us raus. Und ja, bis dahin möchte ich halt jetzt kein großes Let's Play anfangen. Ja, herzlich willkommen zu Whispering Willows. Ich habe das Ganze zufällig heute entdeckt und habe mir gedacht, das muss ich unbedingt mal let's playen und ja, das werden wir jetzt einfach mal tun. Profilname Elena. Kann man das ändern? Dann machen wir da Gameplayerin können wir nicht. Können wir das nicht ändern? Hallo? Okay. Dann nehmen wir Elena von mir aus. Wir dürfen es nicht ändern. Dann gehen wir einfach mal auf Start. Chapter 1. Warfam's War. So, ich habe gerade übrigens gemerkt, dass wir das Ganze auch mit dem Controller spielen können. Ich weiß jetzt nicht, was jetzt besser ist. Oh nein, Dads Anhänger ist verschwunden. Ich kann nicht ohne ihn gehen. Okay, das ist pausieren. Ich dachte, wir können irgendwie Y fürs Inventar. Okay, ich dachte, wir können uns vielleicht... Drücke A, um den Anhänger aufzuheben. Ach, der ist hier. Okay. So, jetzt darf ich nochmal das Inventar öffnen. Mein Familienerbstück. Es wurde über zahllose Generationen weitergegeben. Und wieder schließen. Jetzt kommen wir natürlich hier nicht heraus. Also. Neuer Tagebucheintrag hinzugefügt. Drücke B zum Lesen. Aber bitte nicht, wenn ich jetzt hier unten gerade am Krabbeln bin. So, das ist aber B. Achso, Tagebuch kann man hier anklicken. Familienkatakomben. Was ist das für ein Ort? Ich habe mich so verlaufen und Mom weiß nicht, wo ich bin. Und ich sollte nach Dad suchen. Ich muss seinen Weg hier herausfinden und weiter nach ihm suchen. Ich weiß, dass ich nur hier herauskomme, werde ich irgendein Zeichen von Dad finden. Ich werde nicht aufgeben. Ja, dann schauen wir mal. Menschenknochen. Kann man damit denn irgendwas machen? Aber warum? Ich finde es sehr schade, dass sie recht scharf ist. Also vom Bild her. Und sowohl die Schrift wie auch der Hintergrund. Den Hintergrund verstehe ich noch. Aber auch die Schrift ist so undeutlich irgendwie. Obwohl es alles auf 2K eingestellt ist. Mädchen, hör mich an. Mädchen. Deine Energie ruft nach mir. Elena, der Anhänger um deinen Hals wurde von dem ersten Hochschaman des Quantaku-Stamms angefertigt, meinem Großvater. Er leuchtet in der Anwesenheit von Geistern und verstärkt deine schamanistischen Kräfte. Lass dich von ihm leiten. Drücke X, um die Form zu wechseln. Das ist links. Oh. Wow. Flying Hawk. Der Geist und der Körper können voneinander getrennt werden. Aber letzten Endes müssen sie wieder vereinigt werden. Ein bruchstückhaftes Leben kann nicht gelebt werden. Ich habe meinen Körper verloren und nun sehe mich an. Aber vielleicht kannst du mir helfen, ihn zu finden.
Ich werde in deinen Anhänger verweilen und dir beibringen, die Dunkelheit abzuwehren. Das ist nett. Darf ich jetzt auch wieder in den Körper zurück? Nicht mit X auf jeden Fall. ja, dann gehen wir mal einfach als Geist weiter. Dort ist ein Riss über der Tür. Verwende ihn, um in den anderen Raum zu gelangen. Drücke nichts. Es geht auch so. Hallo? Ach so. So. Cool. Von leuchtenden Gegenständen kann Besitz ergriffen werden. Gehe näher heran und ergreife Besitz von dem Hebel. Das wollte ich ja gerade, aber ich durfte ja nicht. Gut gemacht, Elena. Nun führe deinen Körper und deinen Geist wieder zusammen. Achso, brauche ich nur X drücken. Brauche ich gar nicht dahin zu gehen, okay? Yay, First Contact ist freigeschaltet. Ja, genau, dann ist er immer auf dem aktuellen. Ich kann es kaum glauben. Ich habe gerade einen Geist kennengelernt. Sein Name ist Flying Hawk und er ist einer meiner Vorfahren. Er hat mir gesagt, dass mein Anhänger Kräfte hat und er hat mir beigebracht, wie ich ihn verwende. Nun kann ich die Kontrolle über meinen Geist übernehmen. Das ist genau das, was ich brauche, um Dad zu finden. Ich war für eine kurze Weile ziemlich besorgt, aber ich glaube, jetzt kann mich nichts mehr aufhalten. So, jetzt kommen wir hier durch und auch da hinten rein, aber ich wollte hier erstmal kurz gucken. Kiste? Ich bin nicht neugierig genug, um hineinzuschauen, aber da ist was zu lesen. Flying Hawk 1 von 5. Ich flog durch den Himmel, ehe ich mich auf dem weißen Kopf eines großen Adlers niederließ. Ich wurde weiter nach oben getragen, über die Wolken, bis ich bei den Sternen war. Ich beobachtete, wie die Götter die Welt formten und ihren eigenen Körper als Ton verwendeten. Sie rissen ihre Herzen für den Erdkern heraus und ihr Blut ist das Wasser, das wir trinken. Wir gehen über ihr Erdfleisch und ihre Steinknochen, als das, was übrig blieb, nur noch ihre Hände waren, die sie zur Gestaltung der Welt verwendet hatten, wurden ihre Finger zu den Bäumen, die unser Land bedeckten. Ihnen verdanken wir alles. Wir müssen unsere ewige Bindung ehren und in Harmonie mit dem großen Geist leben. Das Geisterreich ruft mich öfter als früher. Als Hochschamane der Kfantako muss ich die Aufforderung beherzigen und mein Volk berichten, was der große Geist mir gezeigt hat. Okay, hier scheint nichts mehr zu sein. Gut, dann gehen wir jetzt mal... Ich denke mal, da gehen wir weiter. Also gehen wir erstmal durch die Öffnung. Oder? Hier kann ich auch nochmal eine Leiter runter. Oh, das ist ja unübersichtlich. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir doch erstmal die Leiter hoch. Weil da kommen wir wieder in was ganz anderes rein. Schauen wir erstmal hier. Huch, da kommen wir einfach aus so einem Grabmal raus. Auch nicht schlecht. Sie ist verschlossen. Dort ist ein Halbmond auf der Tür abgebildet. Okay. Ich denke mal, dass der Geist da nicht durchkommt, ne? Weil hier ist keine Öffnung. Nee. Nee, okay. Hätte ja klappen können. Aber so grundprinzipiell, vom Aufbau des Spiels her, finde ich es schon ganz geil. Was mich ein bisschen stört, ist die Sache mit der Grafik, weil ich denke immer, dass meine Augen schlechter geworden sind. Sobald ich da den Text lese, kann die, sagt die da was zu dem... Nee, da sagt die nichts zu, ne? Gehen wir erstmal hier runter. Was hatten wir gesagt? Da ist ein Halbmond drauf, ne? Vielleicht finden wir hier was. Können wir was kaputt machen? Ich frage mich, was in all den Kisten ist. Ja, für mich persönlich, das sieht eher so aus... Oh, da war noch was. Als ob hier irgendwo eine Mumie gleich kommen würde oder so. Das ist jetzt wieder War from Willows. Meine liebste Martha ist furchtbar krank geworden. Sie hat sich eine Dysenterie zugezogen. Der Arzt, den wir mitgebracht haben, glaubt, dass sie überleben wird. Aber ich bin in einem ständigen Zustand der Angst. Ich kümmere mich Tag und Nacht um sie. Sie kann schließlich nicht für sich selbst sorgen. Es schmerzt mich, dass sie das schöne Land nicht sehen kann, das wir durchqueren. Es kommt mir vor, als würde der Anblick ihr gut tun, aber der Arzt hat gesagt, sie dürfe sich weder bewegen noch von jemandem bewegt werden. Sonst könnte ihre gebrechliche Verfassung ihr zum Verhängnis werden.
Ich bete zu Gott, dass er sie rettet. Ich kann nichts tun, außer zu warten und zu beten. Ja. Da können wir auch nichts machen. Ich würde sagen, wir gehen mal so ein bisschen strategisch hier durch die Gegend. Da kommen wir auf jeden Fall weiter. Das wäre selten dämlich. Aber ich schätze, das ist jetzt irgendwie eine Falle oder sowas. Achso, das? Dieser Sarg sieht aus, als wäre er eilig angefertigt worden. Ah, das sieht mir sehr nach einer Falle aus, ja. Gruftür. Kein Schlüsselloch. Ich frage mich, wie sie geöffnet wird. Gute Frage. Die wir nicht beantworten können, so wie es aussieht. Oh, hi. Worfim hat diese Tür ohne ein Schlüsselloch angefertigt, um jeden außer ihm den Zutritt zu verwehren. Aber niemand weiß, was dort drin ist. Ich habe nur Gerüchte gehört. Okay, da sagt er nur das Gleiche. Was ist denn mit dem passiert? Der ist hier gestürzt, also eingestürzt oder was? Also nicht er ist eingestürzt, sondern hier ist alles eingestürzt. Okay. Das hatten wir gesehen. Theoretischerweise könnten wir versuchen... Weil es muss ja irgendeine Bewandtnis haben, dass wir da durchkommen. Ich dachte jetzt, wir wären jetzt hier eingesperrt oder so. Aber theoretischerweise könnte es auch sein... Nee, aber dann geht die auch nicht auf. Und der sagt nur das Gleiche, ne? Ja. Ja, hätte ja klappen können. Okay, dann machen wir die erstmal wieder auf. Und dann... Hatten wir links noch was, ne? Wo wir durch konnten. Ja, genau. Da ist nochmal eine Öffnung. Da ist... Was? Flaschenzug. Oh. Als wird sich etwas un... Ah! Mal gucken. Was können wir denn hier machen? Wir können hier gar nichts machen. Das ist doof. aber es ist ein Flaschenzug. Okay, verstehe. Also theoretischerweise, wenn wir das hier irgendwie... Der müsste dann wahrscheinlich runtergelassen werden, so wie ich das verstehe. Ich kann ja auch nichts klicken, das ist das Problem. Ich kann ja auch nicht nach links. Ich kann ja quasi gar nichts machen. Aber zumindest wissen wir jetzt schon mal so in etwa. Eigentlich wissen wir gar nichts, aber... wir gehen erstmal hier rein, Moment. Speichern. Speichern ist nicht gut. Speichern heißt, da könnte was passieren. Sie ist verschlossen. Die Tür ist mit Blut beschmiert. Oh, dann gehe ich mal lieber woanders hin. Achso, das war das nur mit der Leiter. Ich denke dann immer, dass ich was lesen kann oder so. Da ist nichts. Auch verschlossen. Lager steht auf der Tür. Kann ich ja gar nichts machen hier. Hm. Da müssen wir wieder zurück. Da oben sind wir noch nicht durchgegangen, ne? Ne, Moment, das war hier, wo wir dann nicht durchkamen, glaube ich, ja. Ach! Ach! Das habe ich gar nicht gesehen! Ah! Hallöchen! Und ein Schalter, sehr gut. Okay. Da ist ein Schlüssel. Fürs Lager. Okay, dann können wir zumindest schon mal eine Tür, beziehungsweise jetzt die zweite dann insgesamt schließen. Öffnen natürlich. Die Frage ist, das war jetzt hier durch das Schwarze, glaube ich, durch, ne? Und dann hier unten, ne? Ja, schließe ich mit dem Lagerschlüssel auf. Der ist jetzt weg, wenn ich das richtig sehe. Hallo? Warum bewegt sich der Käfig? Ja, weil da wahrscheinlich ein Geist drin ist. Wusste ich es. Ein Geisterspinne. Was zum Kuckuck? Er ist nicht leer.
Aha. Geh mal hier rein. Okay, da ist noch eine Notiz. Sehr schön. Wieso haben wir zweimal Warfen Williams? Ach so, das ist eins von drei. Ach so, ich dachte, das wird dann so gesammelt. Könnt ihr mal was leiser sein da hinten? Passiert da jetzt irgendwas, was ich nicht mitkriege? Oh Gott. Wartet mal. Das war so laut. Nee, das war das Tagebuch. Moment, die Notizen brauchen wir. So, das hier war's. Dieser Tag läutet das Kommen eines neuen Zeitalters für mich ein. Die Geschichtsbücher werden mich preisen und die ganze Welt wird von meinen Taten erfahren. Ich mache mich auf den Weg, um den wilden Westen zu besiedeln. Wie immer folgt mir mein treuer Begleiter, Darby O'Halloran. Es war eine große Erleichterung zu wissen, dass er mich begleiten würde. Er ist mit Abstand mein vertrauster Feind. Ich weiß nicht, was ich ohne ihn tun würde. Mit uns kommen 24 Männer, die für meinen Vater gearbeitet haben, aber jetzt unter meinen Diensten stehen. Sie werden wichtig für die Routinearbeit sein. Natürlich folgt mir auch meine schöne Braut, Martha, die darauf bestanden hat, mit mir zu kommen. Der junge Markus bleibt allerdings im neuen Land. Er ist 16 Jahre alt, schon fast ein Mann. Er wird seine Ausbildung und seine Lehre unter meinem Vater fortsetzen. Es könnte keinen besseren Lehrer haben. Der Junge hat mich gebeten, ihn mitzunehmen. Aber ich... Also drücken. Habe ihm gesagt, dass er das Richtige für das Familienunternehmen tun muss. Dass jemand es bereuen muss, während ich im Wilden Westen... betreuen muss, während ich im Wilden Westen etabliere. Er ist ein starker Junge und hat die Notwendigkeit seines Vaters... Es ist zu spät, echt. Er ist ein starker Junge und hat die Notwendigkeit seines Opfers verstanden. Ich habe ihn noch einmal fest umarmt. Fester, als ich es je zuvor gewagt hatte. Aber er würde bald ein Mann sein. Und ich wusste, dass er damit klarkommen würde. Haben wir denn hier... Da haben wir keine zwei Seiten gehabt, ne? Okay. Das wäre mir auch, glaube ich, aufgefallen. Warum ist das hier so laut? Achso, Kratzer an der Wand. Was auch immer das verursacht hat, hat versucht, durch die Decke zu kommen. Schauen wir uns mal an, was das verursacht hat. Das ist nicht mehr da, aber es ist durch... Ne, es ist nicht durch die Decke gekommen. Hup. So. Frage ist, wo habe ich jetzt hier was... Es fühlt sich an, als hätte sich etwas Schweres bewegt. Okay. Machen wir mal weiter. Hi. Dieser Hebel öffnet die Tür zur Gruft. Worfem hat den Hebel hier versteckt, um seine Geheimnisse zu bewahren. Also, ach, falscher Knopf. Ich vermute, das ist dann diese Tür, die keinen Schlüssel hat, nehme ich mal an. Okay, ich war gerade überlegen, ob das Ding immer dann, obwohl doch, das leuchtet, glaube ich, immer, ach so, es leuchtet, glaube ich, immer dann, wenn ein Geist in der Nähe ist, so, ne? Das ist es nicht, ne? Die machen wir nochmal kurz, ne, das ist was mit Blut beschmiert. Wollte ich nur mal zur Sicherheit nachgucken. Moment mal. Jetzt bin ich falsch gelaufen, oder? Ne, hier geht's runter. Es war doch hier unten, ne? Da sind die Dinge. Ach nee. Halbmondschlüssel, den brauche ich oben. Doch. Ach so, doch, hier ist die Wand ungefähr gewesen. Ja, ja, doch. Oh, oh, oh. Lass mich raten. Jetzt ist die Tür zugegangen. Okay, sie macht es nicht. Doch, sie macht den Anfang automatisch. Oh, so schnell bin ich doch gar nicht. Hallo. Hallo, hallo. Mach das, mach das, mach das. Mach das. So. Lauf, lauf, lauf. Hilfe! Muss ich hin? Oh. I'm afraid of no ghost. Die Errungenschaft ist geil. Oh, jetzt habe ich gerade eine Herzattacke bekommen hier. Eine wachsende Finsternis plagt diesen Ort seit meinem Tod.
Sie fault unter der Oberfläche wie ein infiziertes Geschwür. Im Austausch für meine Lehren musst du mir helfen, Elena. Ich muss meinen Körper finden und du bist die Einzige, die helfen kann. Ja, danke, wenn ich dafür aber von irgendwelchen bösen Geistern hier heimgesucht werde, das ist nicht so toll. Was habe ich jetzt bekommen? Die Halbmondschlüssel, ne? Wo war der denn jetzt? War der nicht irgendwo hier oben? Ich fang jetzt einfach ganz oben an. Ich meine tatsächlich, Halbmond wäre relativ weit oben gewesen. Ich bin mir aber gerade nicht hundertprozentig sicher. Wahrscheinlich denke ich da jetzt gerade nur wieder falsch. Oder könnte das hier gewesen sein? Ah ja, okay. Es geht hoch. Das ist schon mal was Positives. So, neuer Tagebucheintrag wurde hinzugefügt. Was? Was um Himmels Willen war das für ein Ding? Es kam mir vor, als würde einer meiner Albträume wahr werden. Ich konnte spüren, wie es an mir weidet, an meinem Geist. Ich bin so müde. Aber ich muss weitermachen. Ich bin die Einzige, die meinen Dad finden kann. Der Dämon ist jetzt fort und ich bin fast draußen. Ich habe Flying Hawk versprochen, dass ich ihm dabei helfe, seinen Körper zu finden. Ich bin nicht sicher, aber ich habe das Gefühl, das Gästehaus ist der Ort, an dem ich zuerst suchen sollte. Ja, aber ich würde fast sagen, ich dachte gerade, ich habe was gehört. Ich bin schon ganz paranoid hier. Ich würde aber fast sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen. Das ist jetzt gerade so schön, dieser Szenenwechsel. Ja, ich weiß, du hast Angst. Dieser Szenenwechsel von den Katakomben, reden kann ich auch nicht mehr, bis zum, ich bin mir nicht sicher, Friedhof oder was das hier darstellen soll. Und ja, würde ich sagen, dass wir hier genau an dieser Stelle in der nächsten Folge weitermachen. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann kannst du mich auch gerne abonnieren.